Künstliche Materialien werden immer raffinierter. Doch wie entstehen und funktionieren diese? Wer Materialwissenschaft studiert, lernt dies zu verstehen. Es lässt uns einen anderen Blick auf unsere Umwelt werfen, indem man nachher weiss, was es braucht, um verschiedenste Gegenstände herzustellen. Materialien aller Art. Von Bodenplatten bis zu Kontaktlinsen oder Mikrochips im Computer. Materialwissenschaftlerinnen und Materialwissenschaftler sind fasziniert davon. Für nachhaltigen Fortschritt brauchen wir neue Materialien. Überall. Von Alltagsgegenständen wie einem Stift bis zu sehr technisch ausgeklügelten Sachen wie einem Laptop, der auf Silizium-Halbleiter basiert. Materialwissenschaft beschäftigt sich mit der Struktur und den Eigenschaften von Materialien. Vom einzelnen Atom bis zur Anwendung. Einige Beispiele aus der ETH-Forschung. Elektronikfirmen arbeiten weltweit an der Entwicklung von Handys und Tablets, die man aufrollen kann. Dass so etwas überhaupt möglich ist, braucht es Batterien, die biegbar und dehnbar sind. Und mehr Gruppen forscht an solche Batterien. Plastic pollution is one of the world's biggest problems. In our lab, we use naturally occurring CO2 to recycle plastic. La nostra visione è quella di creare nuovi materiali per la realizzazione di macchine come microrobot, robot in miniatura che possono essere utilizzati nel corpo umano per la medicina o per rimuovere agenti inquinanti nelle nostre acque. Was futuristisch klingt, basiert auf wichtigen Grundlagen. Physik, Ingenieurtechnik, Chemie, Mathematik und Programmieren sind zentrale Aspekte des Studiums. Das Studium an der ETH ist sehr anspruchsvoll, aber die Unterstützung vom Umfeld ist ausgezeichnet. Neben den Vorlesungen verbringen wir viel Zeit im Labor. So können wir das theoretische Wissen praktisch anwenden. Und die Berufsaussichten? Absolventinnen und Absolventen arbeiten als Ingenieurinnen, Wissenschaftler und Managerinnen in einer Vielzahl von Firmen. Das Materialwissenschaftsstudium ist mega lässig. Ich kann es dir nur empfehlen.